Ich glaube, es mag uns. Wie süß. Sie geht nicht auf. Kerl, mein Freund, hast du schon die Bekanntschaft von Schwester Task gemacht? Ich glaube nicht. Du solltest dich vorstellen. Sie ist unsere leitende Archivarin. Und auch wenn sie es nicht zugibt, bin ich sicher, dass sie dich kennenlernen will. Dann sollte ich sie besuchen. Sehr gut. Aber denk an deine Manieren. Sie ist eine Narkis durch und durch. Viel Glück. Wir konnten Amias nicht retten. Er hat sein Leben hierfür gegeben. Mein Beileid. Ich weiß, du hast dein Bestes getan, Kerl. Und das Imperium hat uns nicht verfolgt. Hey, Schrottsammler. Schön, dass du noch ganz bist. Meister Cordova, habt ihr nun einen Weg durch den Abyss? Nein. Doch du vielleicht, Kerl. Boat und ich sind im Archiv auf einige interessante Daten gestoßen. Präsentieren wir den Fund. Vor Jahrhunderten gründete die Republik eine Kolonie auf Kobo, um eine Sternenanomalie zu untersuchen, die als der Abyss bekannt ist. Santari Cree leitete das Forschungsteam. Das ist sie. Die ersten Versuche, durch den Abyss zu navigieren, endeten im Desaster. Die Republik stand kurz davor, das Projekt wieder abzubrechen. Und wer ist dann wohl freiwillig hineingeflogen und hat auf der anderen Seite einen Planeten entdeckt? Dagen. Mit den Daten seiner Reise erfand Cree den Abyss-Kompass, um andere sicher nach Tanalar zu bringen.
Die Republik gründete dort eine Ansiedlung, die Jedi bauten einen Tempel, genau wie du gesagt hast. Leider endete eine Zeit voller Frieden und Wohlstand, als Marodeure aus dem Outer Rim angriffen. Ja, die habe ich auch gesehen, aber wie kamen sie durch den Abyss? Wohl nur mit einem gestohlenen Kompass. Keine Sorge, wir sind nicht so unvorsichtig. Wegen der Übermacht gab die Republik Tenalore auf. Und der Rat der Jedi befahl Kree, die Kompasse zu zerstören. Dagan Gera weigerte sich und begehrte gegen den Orden auf. Das ist ein Gendai. Sie verbünden sich nicht oft mit anderen Spezies. Anscheinend arbeitet Ravis schon länger mit Dagan zusammen als gedacht. Also hat der Orden Jedi geschickt, um die Kompasse sicherzustellen. Und Dagan brachte sie deswegen um. Ein Jedi, der andere Jedi tötet. Aber Santari hat gesagt, dass Dagan der Schlüssel nach Tenalore ist. Vielleicht stimmt das auch, junger Jedi. Trotz aller Bemühungen konnte ich die Kompasse, die du mir gebracht hast, nicht reparieren. Jedoch sind laut den Aufzeichnungen 3 davon verschwunden. Da draußen könnte es also noch einen geben. Ja. Dagan hat seine Armee auf die Suche danach geschickt. Ihr könntet bleiben und uns helfen, aber ich kenne diesen Blick. Welchen Blick? Hoffnung. Dieser Planet ist eine Zuflucht für alle, die sich gegen das Imperium auflehnen. Also kommt ihr mit uns? Ich meine, Grease könnte auf der Mantis Platz machen. Für alle. Nein. Dieser Ort braucht mich. Der versteckte Pfad braucht mich. Cordova? Es tut mir leid, mein Freund. Im Moment ist mein Platz auf Jeddah mit Seer. Ich gebe dir einen Datenstick, damit du auf unsere Daten Zugriff hast, wo immer dich deine Reise hinführt. Lass mich raten. Du willst auch bleiben? Als wir uns kennenlernten, dachte ich, das, was uns verbindet, ist einzigartig. Überlebende. Im Kampf gegen das Imperium, das uns die Familien genommen hat. Ja. Dank dir weiß ich, ich bin nicht allein. Ging mir genauso. Doch die Galaxis ist voll mit Leuten, die unser Schicksal teilen. Wie es hier schon sagte, vielleicht hast du eine Zuflucht für sie gefunden. Vielleicht. Wenn wir einen Weg finden. Ich begleite dich. Außerdem ist es schon wieder viel zu lange her, dass Grease die Haare zu Berge stehen. Wir sehen uns auf der Mantis, Schwester der Nacht. Ich muss meine Mitte finden. Vorwärts, BD. Wo Maren bei uns ist, geht's zurück nach Coruscant, Kumpel. Chorus auf, Corvo. Die Getränke gehen auf mich. Wobei, streichen wir das. Die Mantis hat sich verändert. Ah ja, Cal und Bolt sind keine gute Putzkolonne. Ich habe heute Morgen geputzt. Warte, hab ich das? Nein, hab ich nicht. Meine Schuld. Maren, ich wusste nicht, dass du kommst. Vielleicht mache ich uns Scarce Steaks. Warum bist du wieder mitgekommen? Seer und ich denken, dass Tenalore eine Zuflucht für vom Imperium Verfolgte sein sollte. Vom Imperium verfolgt, was? Langsam wird's voll hier. Wir landen gleich. Komm hier rauf.
Willkommen auf Kaubau. Kerl, zum Glück bist du zurück. Hier war was los. Einfach furchtbar. Ist irgendwas passiert? Die Raiders besuchten uns wieder. Ihnen gefiel der neue Droide. Sie. Weggeschnappt. Sie haben sie mitgenommen. Das war ein Droid-Napping. Ich hoffe, mein Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Lukahalk-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Es hat sehr viel Feuerkraft. Genau wie wir. Sie hat recht. Zeit, dass wir loslegen. Na, das hört sich doch toll an. Sie haben, was Sie wollten. Jetzt sind Sie in Ihrer Festung und fühlen sich sicher. Sie werden es nicht erwarten. Vielleicht nicht. Aber liegst du falsch, werden Sie Rache wollen. Keine Sorge. Ich bleib hier und sehe nach Grease und den anderen. Ganz sicher? Ihr zwei schafft das schon. Lass sie nur nicht ohne Aufsicht schwimmen. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Schöne Axt. Ich bin Mosey. Maren. Na dann. Ich spähe voraus. Wir sehen uns. Du kennst dich auf Kaubau aus, oder? Jetzt! Los! Gehen wir! Keine Scans, okay, BD?
initialisieren. Gut gemacht. Danke fürs Mitnehmen. Töte mich nicht! Dich töten? Ich habe gerade dein dummes Leben gerettet. Wer bist du überhaupt? Ich bin Turbo. Tja, wenn du weiteratmen willst, dann folge mir. Das hier ist Raider-Gebiet. Lass uns hier eine Pause machen.
Tja, da wären wir. Ich sehe dich, ich komme zu dir. Hast es geschafft. Hat man dich gesehen? Mich? Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Irgendein Wartungsgerüst. Könnte ein Zugang sein. Eine bessere Option sehe ich nicht. Zum Luca geht's durch diesen Sumpf. Für dich vielleicht. Willst du mitfahren, BD? Wenn du bereit bist, mach dich zum Gerüst auf. Ich pass auf. Verstanden. So bleiben wenigstens die Stiefel sauber, was? Jetzt müssen wir nur noch sie retten. Kaum vorstellbar, dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann. Ich glaube, unser Freund hier kann zurecht. Was ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich komme schon klar. Aber wir müssen... Sehen wir uns das mal an. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Auf keinen Fall! Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Cal, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja. Ich auch. Und ich bin Winnie Eris. Cal, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt, danke, Cal. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Zieht mich runter. Du weißt einfach, wo du suchen musst. Ja, immer noch nicht toll. Warst du schon mal auf einem so großen Schiff, Kumpel?
mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Und durchatmen. Da bist du ja. Bereit, einen etwas exzentrischen Druiden aus der Hohen Republik zu befreien? Ja. Und du? Ich bin hier, oder nicht? Patrouillieren. Ich geh hinauf. Seid ihr zwei okay? Detonator! Geht's ihm gut, BD? Was haben sie dir denn getan? Los, immer weiter! Grundleistungsgeschoss! Ein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl keine Option. Wir suchen uns einen eigenen Weg. Keine Liftplattform hier. Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Finden wir es raus. Ja. Im Zweifel? Sie hätten sich uns nicht in den Weg stellen sollen.
Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja, sie glaubt, dass Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Nein, es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Ich weiß gar nicht, warum ich das erwähnt habe. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Habe Schaden erlitten. Waffentaktik. Haben diese Droiden gestritten? Das passiert öfter, als man denkt. Kein Wunder, dass sie verloren haben. Komm schon, weiter geht's. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Hast du mich vermisst, BD? Sieh dir das an. Das wäre zu einfach. Ah, ein Versuch ist es immer wert. Bleib wachsam. Wenn jemand herkommt, erledigt ihn. Feinde in der Nähe. Schalten wir sie aus. Versuch mal, mich hier oben zu kriegen. Nee. Du hast mich erwischt. Du bist dran.
bringen. Jetzt habe ich dich. Das war gar nicht. Weiter nach oben, ja? Irgendwie. Was ist mit dem Balken? Kannst du es schieben? Ich habe nie an dir gezweifelt. Geh weiter. Ich sehe mich um und sorge dafür, dass wir keine Überraschungen erleben. Sei vorsichtig. Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch. Fast wie in alten Zeiten. Wo wollen die denn hin? Sehen wir es uns an.
Damit könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Bleib wachsam. Wir haben Bericht über Feinde in diesem Bereich. Wir werden angegriffen. Hier? Kampfbereit. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein Diebstahl von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Die Macht ist mit mir.